Ich kann dir sagen, was mir geholfen hat, ein besserer Spieler in League of Legends zu werden. Wenn man ein großes Ziel hat, zum Beispiel von Platin nach Diamond zu climben, reicht es nicht einfach zu sagen, boah, ich will Diamond werden. So, das frustriert nur und tiltet nur. Du musst dir das große Ziel halt in kleinere Ziele unterteilen. Ich hatte damals zunächst einmal mein Laning verbessert, weil das ist so das A und O, gerade auf der Toplane. Da ist das Beste eigentlich, die Matchups kennenzulernen. Die Trading Patterns, ich glaube, das ist das, was man am meisten in Luelo verbessern muss. Das heißt, wann nehme ich Trades und wie nehme ich die Trades? Das hängt nämlich von jedem Champion ab, gegen den ich spiele. Das ist erstmal so ein Improvement, der bringt dich richtig weit nach vorne, weil wenn du erstmal fast alle deine Laning-Phasen gewinnst, hast du auch einen ganz anderen Approach zum restlichen Spiel. Das heißt, wenn du von ahead spielst, ist es viel leichter, die Games auch zu carryen, als von behind. Deswegen erstmal die Trading Patterns. Last Hitting ist unfassbar wichtig. Backport-Timings, unfassbar wichtig. Ich glaube, die meisten von euch, die verkacken einfach ihre Backport-Timings, bleiben zu lange in der Lane, werden dann gegankt und so weiter und so fort. Deswegen, ja, und die drei Sachen würde ich erstmal improven. Wenn die super funktionieren, kannst du halt gucken, Teamfighting, auch sehr, sehr wichtig. So, das ist so das vierte, was ich verbessern würde oder was ich verbessert habe. Wie gehe ich in die Teamfights rein? Wann ist es besser zu Sidelane? Sidelane ist das fünfte. Weil Sidelaning enabled dich quasi fett zu werden und am meisten XP und Gold im Game zu haben. Weil während alle anderen Aram in der Mitte spielen, ist es manchmal besser, einfach in die Sidelane zu gehen. Oh mein Gott, warte. Ist er geflasht? Oh nein! Please, Kindred! Nice. Oh mein Gott, war das close! Nice, er ist tot. Jawoll! Extra durch und durch gekut. Und ganz wichtig beim Steigen, das Mantel, Alter. Mein Gott, manchmal hat man Tage, da verliert man einfach. Dann sollte man aufhören. Wenn du auf einer 3-Losing-Streak bist, da brauchst du nicht noch ein viertes Game machen. Weil egal, wie es läuft, du wirst keinen Spaß haben. Weil die Sachen, die schieflaufen, und es werden Sachen schieflaufen, die tilten nicht viel mehr, wenn du schon dreimal verloren hast. Da muss man dann auch mal sagen, okay, ey, ich muss nicht jeden Tag irgendwie 20 Games ballern, um gut zu sein. Manchmal muss man einfach nur mal den richtigen Weg finden, aufzuhören. Oder rechtzeitig aufzuhören. Ich kann nicht, ich habe Angst. Also wenn du dein Wave-Management verbessern willst, versuche erstmal richtig gute Backport-Timings zu nehmen. Also, das heißt, immer auf dem Reset halt backporten. Du kannst sogar gucken, dass du halt hier schaust, wenn das eine Cannon-Wave wird, dass du auf einer Cannon-Wave, so wie ich jetzt, backporte. Weil dann hast du immer ein bisschen mehr Zeit, auch wenn er fast pusht. Und Top-Lane ist ganz wichtig, dass du den Slow-Push beherrschst. Das ist eigentlich das Wichtigste. So, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, Mann. Das Game wird hart. Katarina steht 2-0. Okay, jetzt wird er gedived. Safe. Nice. Ich kann dir einen wichtigen Tipp zum Freezen geben. Versuche immer 4 Minions am Leben zu halten von der Wave und die hier nach oben zu ziehen und ab hier zu freezen. Mega leicht. Vor allem mit dem Tank. Und wenn die Wave zu dick ist, solltest du sie immer ausdünnen, weil sonst verlierst du einfach zu viel Leben. Was ändert sich am Push, wenn die Waves in unterschiedlichen Bereichen stehen? Naja, grundlegend kannst du immer davon ausgehen, je nachdem, wo die Wave gerade gecrushed ist, in die entgegengesetzte Richtung pusht die rein. Das heißt, wenn die Wave hier unter dem Turm gegangen ist, dann pusht die immer in die andere Richtung. Du musst eigentlich nur darauf achten, an welchen Turm die jetzt gerade gecrushed ist. Oha, das hat er... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Alter, ich hab geendet. Hat die Ult? Die hat Ult. Okay, ich bin tot. Ah, ich hab nicht mit Urgot gerechnet. Jetzt in dich. Katarina steht 5-1.
Nice. Sehr gut. Ah, er geht top durch, ne? Scheiße. Ich liebe Hydra. Ich liebe Hydra einfach. Das beste Item der ganzen Welt. Es macht mich einfach glücklich, dieses Hydra-Item. So toll. Nach meinem kurzen Mid-Game haben wir uns jetzt endlich wieder gefangen. Oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Willst du tanzen? Ich will tanzen, Alter. Lass uns die ganze Nacht durchtanzen. Ich bin da. Dodge und boom. Pito. Let's go, Alter. Oh, da ist Lux. Hilfe. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh mein Gott, Hilfe. Nein, 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 nein. My bad. Also ich habe zwar jetzt alles rausgebildet, aber wir sehen die Gegner nicht. Wenn ich da gechased wäre, hätten die mich gemacht. Pass auf. Was Geiles. Oh mein Gott. Boah, der Exhaust, Alter. Ich komm da nicht ran. Alter, ich komm da einfach nicht ran, Mann. Wie fucking unlucky. Ich mache die Plays. Und dann bin ich exhausted. Mehr! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Warte mal, ich gehe erstmal Base. Ich werde nicht beenden. Das kannst du voll vergessen, Alter. Ich werde jetzt schön in die Base gehen, mir einen Spear of Sojin holen und dann mache ich 1 gegen 5. Ich hab Bock, Alter. Let's go. Nein, Mann! Hört auf! Nein, Mann! Das ist noch nicht fertig! Das Game ist noch nicht durch! Nice. Wir sind wieder Master, Leute. Falls du das gerade live auf YouTube siehst, please like und subscribe. Es kommt 2-mal wöchentlich Uploads. Ich würde mich sehr freuen. Und ich stream live auf Twitch, also kommt auch da gerne rein. Ey, wir genießen jetzt erstmal, Leute. Guckt euch das an. Oh ja, oh ja, das sieht gut aus. Herrlich. Wunderschön. Wunderschön. Wir sind back. Nach 1,5 Wochen, fast 2 Wochen. Wir waren jetzt fast 2 Wochen in Diamond. Wir haben Mental Issues gehabt, wir haben Probleme gehabt mit der Hardware, ich habe ein komplett neues Setup, aber wir sind jetzt endlich zurück.